Ein Video, auf das viele von euch sehr lang gewartet haben. Tim und ich stellen uns heute ein paar Fragen zu dem Thema Validatoren. Und zwar werden wir eigentlich das meist beantworten, all die wichtigen Sachen. Und ihr werdet am Ende noch ein erstaunliches Angebot bekommen, wie auch ihr Validator werden könnt. Also seid gespannt, bleibt dabei und vergesst nicht, unseren Kanal zu liken, beziehungsweise das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis gleich. Bis gleich. So, lieber Jakob, ein brennendes Thema für unsere Community, für die YouTube-Kommentare, auch in unserer Telegram-Gruppe heiß nachgefragt. Das ist das Thema Validatoren, beziehungsweise wie kann man Validator werden, welche Voraussetzungen gibt es, kannst du dazu ein Video machen? Heute ist es da, genau. Wir haben dazu ein bisschen was vorbereitet. Ganz genau. Genau. Ich würde sagen, ich teile mal ganz kurz die GoPulse-Seite und du kannst ja was dazu sagen, ja? Ganz genau, machen wir so. Wir sind jetzt auf GoPulse, also die Hauptinformationsseite. Da muss man erstmal sagen, die Preise sehen natürlich schon besser aus als vor 30 Tagen, ne? Definitiv, da freut man sich natürlich hier, we are in the green. Auf jeden Fall. Ja. Genau, und von dort aus kann man ja dann auf Validatoren oben bei Stats gehen. Da genau. Da gehe ich immer auch gerne hin und gucke mir einfach immer so an, was denn hier so passiert. Wir können ja einmal kurz darüber reden, Tim. Dann kann ich einmal kurz erklären, was man hier so machen kann. Du kannst auch einmal kurz gerne auf Show Globe klicken. Fand ich früher immer eine coole Ansicht. Ne? Ja. So, ist einfach cool designt, die Website. Also, ne? Definitiv. Ja, was wir hier sehen, sind diese Active Validators, also aktive Validatoren. Wie viele Validatoren sind aktiv? Kannst gerne einmal rechts so zum 1.1. gehen. Da sieht man schön, dass wir da circa 50.000 hatten, ne? Also so am 31. Und ja, jetzt innerhalb von einem Monat über 2.000 Validatoren dazugekommen sind, was natürlich erstaunlich ist, was gut ist, denn die Pulse-Chain ist schon eine der Blockchains mit den, also wirklich eine der meisten Validatoren, die es überhaupt gibt. Und jeder Validator, jeder Knotenpunkt im Netzwerk sozusagen, dient ja zur Sicherheit. Ne? Genau, also was heißt denn das genau, wenn du so viele Validatoren hast? Also ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder? Genau, also man kann sich das so vorstellen, jeder Validator selber hat sozusagen, also bearbeitet ja die Blockchain, beziehungsweise es wird zufällig ausgewählt, welcher Validator letztendlich die Blockchain bestätigt. So, wir reden ganz einfach heute. Ja. Ne? So, genau. Und in dem Sinne ist es natürlich besser, je mehr Validatoren es gibt, denn würde es nur 7 Stück zum Beispiel geben und 4 würden davon einem Menschen gehören oder einer Person oder einer Gruppe, dann wäre das ganze Ding ja nicht wirklich dezentral. Deswegen, je mehr von Validatoren aktiv sind, desto besser fürs Netzwerk, denn ja, jetzt müssten 52.528 Stücke runtergehen, bis wir nur noch 3 haben, was das absolute Minimum ist, um überhaupt ein dezentrales Netzwerk zu führen. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Man sieht hier vorne so einen leichten Knick nach unten. Ne? Den hier. Genau. Der war damals der Fall, wo Richard Hart seine Validatoren, die 4096 Stück, abgeschaltet hat und ja, das Netzwerk sozusagen der Community übergeben hat. Also das heißt, er hat keine Macht darüber, was mit den Validatoren passiert, sondern hat halt selber keine. Genau, er bestätigt selber das Netzwerk nicht mehr, hat das damals gemacht, um einfach zu gewährleisten, dass das Netzwerk auch wirklich flüssig läuft. Ne? Mhm. Denn, also wir beide haben ja einen, ne, gemeinsam sozusagen, der ja auch hier Tag und Nacht läuft, der auch wunderbar läuft. Und ja, es kann natürlich sein, dass es irgendwie mal einen Stromausfall in gewissen Ländern gibt oder was auch immer oder irgendwie eine Krise. Und das wäre natürlich einfach blöd, wenn dann eine gesamte Blockchain auf einmal stoppt. Das will er nicht. Mhm. Und dementsprechend, ich denke, ab 20.000 Validatoren sind wir da eh schon viel, viel weiter als viele andere Blockchains. Ja, und dementsprechend kann das, ja, passt das so. Ne? Kurzer Fun Fact, soweit ich weiß, hat die Binance Blockchain 21 Validatoren. Ist das richtig? Die Binance Smart Chain, ne? Ja. Ich meine, genau. Sie hat 16, früher hatte sie mal 7,
Aber es ist auf jeden Fall eine geschwindend geringe Anzahl, wenn man das mal so vergleicht zur Pulse-Chain, definitiv. Und bei der Ethereum-Blockchain bin ich mir jetzt nicht sicher, denn da ist es schwer zu differenzieren zwischen Full Node, Node, Partial Node. Also man kann eine ganze Node haben, man kann auch noch Teile einer Node besitzen, man kann sogenannte Cloud Mining Sachen auch sein Ethereum geben, wenn man keine 32 Ethereum hat. Das ist hier anders. Hier hast du wirklich nur die Möglichkeit, einen Validator zu machen, wenn du die benötigte Pulsmenge hast. Ne? Genau, da wären wir schon bei der ersten Frage. Ah, okay. Wie viel Puls brauchst du denn, um Validator zu werden? Oder besser gesagt, auf welcher. Nee, wir fangen mal vorne an. Welche Technik ist denn die Pulse-Chain aufgebaut? Also, wie kann man sich einen Validator vorstellen? Ist das wie beim Bitcoin? Okay, Proof klar. Work oder ist es Proof of Stake? Dann gibt es noch Proof of Reserve und Genau, so Proof of Authority gibt es, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Ja, die weiter. Pulse-Chain ist ja eine Ethereum-Fork. Ne? Also es ist sozusagen ich sage jetzt einfach eine Abkapselung, eine Kopie von der Ethereum-Blockchain. Und so haben wir hier halt eben genauso wie bei Ethereum aktuell, wurde ja auch von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt, ein Proof of Stake-Consensus. Also eine Bestätigung, die übers Staken geht. Was heißt das? Auch wieder leicht gesagt. Da ich 32 Millionen Puls hinterlege, gehe ich davon aus oder geht die Allgemeinheit davon aus, dass der Jakob, weil er die 32 Millionen Puls ja hat, auch die richtige Blockchain weitergeben möchte. Ne? Also das ist sozusagen Proof of Stake. Durch meine Funds, durch die Coins, die ich hinterlege, habe ich da einen Wert und dadurch, dass die da sind, die auch die richtigen, ich sag mal, Transaktionen und alles drinne haben, sag ich mal, beweise ich einfach, dass ich sozusagen ja das Netzwerk positiv sozusagen beeinflussen möchte und werde dann halt eben anhand der Transaktionsgebühren und allem drum und dran mit Puls belohnt. Ne? Ah, Genau. super. Jetzt ganz kurz, weil wir diesen Punkt noch sehen, oder diese grünen Punkte hier auf der Weltkarte sehen, im Grunde ist es ja so, dass man bestimmte Themen rechtlich regeln könnte, richtig? Also man könnte sagen, in der USA, wenn alle in der USA stehen würden, die fallen nach einem US-Bundesgesetz oder je nachdem, muss so und so mit Validatoren verfahren werden. Jetzt haben wir Okay. hier eine Weltkarte. Es ist ja überall auf der Welt scheint hier ein grüner Punkt zu sein. Was Ja. bedeutet das? Also im Hinblick auf irgendwelche rechtlichen Regulatorien, Abschaltungen oder weiß ich nicht, Bestimmungen. Genau, also wir hatten ja beim Bitcoin-Mining zum Beispiel einen riesigen Preisdump damals, wo all die Bitcoin-Miner, also wo Bitcoin-Mining in China verboten wurde. Ne? Das war nicht so cool. Und die sind dann ja alle nach Amerika gezogen. War gut für die Bitcoin-Blockchain, weil da in China natürlich nicht so nachhaltiger Strom verwendet wurde. In Nordamerika oder in Amerika trotzdem jetzt, also jetzt schon, ne? So. Und wir haben hier halt einfach, und das sieht man auch, wenn du mal auf Hight Globe gehst und ein bisschen weiter runter scrollst, haben wir tatsächlich sehr viele Validatoren doch in Amerika. Das ist der Validatorstore.com. Von dem habe ich ja auch einiges lernen können. Und ansonsten ist das komplett verteilt. Was auch gut ist, denn was braucht man? Und das ist das Schöne, wollte ich noch kurz drauf eingehen. Wir brauchen nicht viel Strom. So, denn wir haben hier keine Rechenkapazität, die sozusagen verbraucht wird, also kein GPU, keine Grafikkarte, die arbeitet, sondern wir haben einfach nur ein Speichern von Daten. So kann man es eigentlich fast sagen. Und in dem Sinne ist es deutlich energiesparsamer. Ich habe hier, glaube ich, einen 40 Watt Adapter oder irgendwie sowas. Also es ist, als würde eine Glühbirne den ganzen Tag brennen. Ich beschäftige mich auch noch mit anderen Minern und die verbrauchen mal eben 3400 Watt. Also Unterschied von Tag und Nacht. Ne? Also dann wirklich sehr effizient im Verhältnis zu anderen Blockchains, Ja, ja. definitiv, definitiv. Ne? Und hier sieht man auch, was insgesamt gestaked ist, Tim. Ne? Das sind 1,68 Trillion. Das müssten dann eine Billionen Genau. sein. Ne? Man hat eine APR von 9,56% auf eben diese
32 Millionen Puls Nur und ganz kurz für die Zuschauer, APR. genau, APR ist der effektive Jahreszins. Das heißt, das bekommst du auch wirklich. Die Zahl geht aber hoch und runter. Das darf man nicht vergessen. Das müssen wir natürlich erwähnen. Wo wir gestartet sind, da waren die noch bei 14%. Und genau wieder hier, ne, das Kuchendiagramm, wo anfangs 10 Leute was von haben wollen, jetzt aber vielleicht 100 oder 1000. Natürlich wird das Stück vom Kuchen immer kleiner. Ja. Man selber hat aber natürlich auch die Möglichkeit, immer mehr Stücke sich zu nehmen. Ne? So, also. Ne? Nur weil jetzt ein Stück 9,56% ist, heißt ja nicht, dass ich mir nicht einfach einen zweiten einrichten kann. So, dann hätte ich doppelt so viel. Und APY ist dann der Zinseszins. Ja, also wenn man diese 9,56%, das ist jetzt wirklich der optimale Zinseszins, aber wenn man sagt, okay, jeden Monat bekomme ich die und ich habe jeden Monat so viel raus, dass ich noch einen machen kann, da bräuchte man schon einige. Dann Ja. hätte man eine recht gute APY und da würde man bestimmt auch auf 16, 15, 14% kommen das Jahr. Ne? Okay. Genau, ja. Genau. Du hast es schon angesprochen. Wir hatten gerade schon das Thema Energiekosten. Im Grunde ist ja irgendwas notwendig. Also zum einen eine Software und eine Hardware. Bei den Bitcoin-Minern hatten wir ja gerade schon besprochen, sind das ja immer stärkere Grafikkarten, die zum Beispiel benutzt werden, um so eine Rechenleistung zu erbringen. Wie ist es denn im Pulse-Chain-Netzwerk? Was ist denn die Voraussetzung an Hardware? Genau. Genau, also beim Bitcoin-Mining und bei anderen Sachen, so wie Casper zum Beispiel, gibt es auch sogenannte ASIC-Miner. Das sind Miner, die nur, also Computer oder Hardware, die nur aufs Minen ausgelegt ist, die auch so deutlich besser und effizienter Terahashes, also letztendlich ein Hashrate ist ja das, was, ne, was man braucht, um Sachen zu verarbeiten, produzieren kann, als halt eben so eine Grafikkarte. Normales Grafikkartenmining wäre dann GPU-Mining, so würde man das nennen. Und wir haben aber hier nichts von den beiden. Wir brauchen auch hier natürlich ein bisschen was an Hardware, aber hier liegt gar nicht der Fokus auf der Grafikkarte, sondern hier kommt es darauf an, dass du ausreichend und schnellen Arbeitsspeicher hast, dass du einen guten Prozessor hast und dass du ausreichend Platz auf einer SSD hast, denn hier geht es wirklich nur um die Speicherung von Daten und die Genau, Verarbeitung. Ne? jetzt kurz eine praktische Frage. Ausreichend, was ist denn das in Zahlen ausgedrückt, so Pi mal Genau, Daumen? also ich kann dir gerne mal hier vorlesen, was ich hier habe, beziehungsweise was hier gerade verbraucht wird. Habe ich hier live stehen. Wir haben hier gerade vom Arbeitsspeicher her 26,6 GB von 62,3 GB verbraucht, beziehungsweise was benötigt wird. Wir haben von 16 Kernen eine allgemeine Belastung von nicht mal 5 oder so zwischen 2 bis 5%. Und von der Grafikkarte her habe ich tatsächlich nur 2 GB sozusagen gegeben. Und von diesen, beziehungsweise 4, und von diesen 4 sind 2 GB jetzt schon verbraucht. Also Grafikkarte, Speicher bzw. Festplatte muss man wirklich gucken, dass man da eine große Festplatte hat, denn ja, die Blockchain wird da nicht kleiner. Es kommen ja nicht weniger Transaktionen, sondern es werden immer mehr. Ne? Die ganze Historie wird drauf gespeichert, genau. Jetzt Genau. noch eine praktischere Frage. Wenn jetzt jemand überlegt, Validator sich zuzulegen, Validator zu werden, was kostet denn das? Was du gerade vorgelesen hast, so roundabout, du musst jetzt nicht auf den Cent genau sein, Ja, aber also das gut, ist auch einfach. Also circa 2000. circa 2000 Circa Euro. 2000 investiert man da schon, allein in den PC. Ne? So. Und dann brauchst du natürlich eine Maus, du brauchst, ja, du brauchst halt Bisschen. Bildschirm und all das, was man halt braucht, um einen PC laufen zu lassen. Ne? Genau, jetzt noch eine Frage, also die vielleicht da, die für die 2000 bekomme ich nicht nur ein Validator, sondern was ist denn möglich? Also du Genau, kannst auf einem Gerät doch mehrere das ist Validatoren. das Interessante, was wir ja auch anfangs erst lernen mussten. Wir dachten Ja, uns so, wow, jetzt hier 2000. 2000 pro Validator, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Nein, der Validator, der hier steht, da könnten bis zu 100 Validatoren, also auf dieser Hardware könnten bis zu 100 Validatoren drauflaufen, wahrscheinlich sogar mehr. Da gibt es verschiedene Clients.
Also es gibt einen Execution-Client, einen Beacon-Client, da gibt es verschiedene Geschichten. Können wir aber mal in einem anderen Video, wo wir wirklich darüber mal reden oder dann auch persönlich drüber sprechen. Die sind, also da gibt es zum Beispiel Prism und Lighthouse. So, und man nimmt das eine, weil man sagt, das ist skalierbarer. Das kann man auch für mehr als fünf nutzen. So, und deswegen habe ich mich dementsprechend für das eine dann entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht nur eine Zahl X, sondern wir wollen halt langfristig gesehen, keine Ahnung, wer weiß, wie viele da drauflaufen lassen. Denn letztendlich passives Einkommen ist the key, ne? Und passives Einkommen bringt uns letztendlich auch Zeit. Und dafür machen wir das ja alles, ne? Mehr Zeit zu Genau. So, jetzt haben wir die Hardware besprochen, softwaretechnisch. Was ist denn für ein Betriebssystem notwendig? Ja, der Pinguin ist hier am Start. Ne? Also der Was ist denn der umgedrehte. Der Pinguin? Pinguin ist Linux. Ne? So. Und ist auch so ein Gag. Selber hatte da keine Ahnung von. Aber genau. Microsoft kennen wir alle. MS ist krankheitsanfällig, leider. Gottes. Mac, super Ding. Aber man muss halt auch ein bisschen programmieren können. Ne? Also man muss Comments eingeben, man muss diesen, der, also auf dem PC läuft nichts anderes. Da ist wirklich nur dieser Validator am Laufen und das 24/7, weil man einfach auch, also ich möchte ja, das soll ja laufen, um Geld zu produzieren. So, und wenn der wegen irgendeiner anderen Sache am Ende nicht läuft oder irgendwie ein anderes Programm irgendwas damit reinbringt, das ist nicht gut. Ne? Und deswegen braucht man ein Betriebssystem, was flüssig läuft, was auch mal. Der ist jetzt seit 57 Tagen hier an, also durchgehend an, ne, was auch mal läuft, ohne jeden Tag zu sagen, bitte warten Sie auf die Updates, ne? So, ja, deswegen Linux definitiv. So, da sind wir schon beim nächsten. Jetzt nehmen wir mal an, jemand kommt und der Rechner wird gestohlen oder mit dem Rechner passiert irgendwas. Was passiert denn dann mit den 32 Millionen Coins, die man angelegt hat? Genau, Also sehr gut. Thema Sicherheit, also da möchte ich gerne mal drauf eingehen. Ja. Wichtige Frage, wichtige Frage. Also, wie wir das gemacht haben, wir haben das ja auch ähnlich gemacht. Und zwar ist das so, dass man eine, wir sagen jetzt einfach mal, eine Seed Phrase bekommt. Ne? Und mit dieser Seed Phrase kann man, beziehungsweise es ist eigentlich eher eine Art Withdrawal Key. Ja, also man kann damit seine Puls wieder herausholen innerhalb von 24 Stunden. Und diese. Also man kann die Puls auch immer nur auf eine Adresse, von der sie geschickt worden sind, wieder rausbekommen. Dementsprechend kann mir jeder gerne meinen PC wegnehmen. Coins wird er keine haben. Na, also er kann Also sich das hier angucken, wie das hier läuft, aber ansonsten wird er davon nichts haben. Und in dem Sinne ist es komplett sicher, denn wenn einmal die Transaktion gemacht wurde, wird es auch wieder auf die Adresse, die, also man hinterlegt die, na, das hat man damals gemeinsam gemacht, die wird hinterlegt. Und auf diese hinterlegte Adresse werden die Puls sozusagen geschickt und von da kommen sie auch. Andere Und Puls nimmt er gar nicht erst an. Der nimmt die nicht das an heißt, und schickt es dann auch nur auf die Adresse raus. Ja. genau, also die Sicherheit ist definitiv da, dass nur die einzahlende Adresse auch die Puls wieder erhält, auch die Richtig. Rendite erhält diese Adresse. Das kann man ja vorher festlegen und es ist nicht veränderbar, soweit ich das verstanden habe, Genau, es richtig? ist gar nicht veränderbar. Genau, man müsste wirklich einen neuen Validator aufmachen, um da irgendwie was anderes, also einfach Genau. ein neues Deposit. Ne? Jetzt denkt man mal weiter. Der Dieb hat jetzt den Rechner und du stellst fest, dein Rechner ist weg oder ist abgebrannt. Keine Ahnung. Was wäre denn der nächste Schritt, um, ja, der läuft ja nicht mehr und du kriegst ja dann auch Strafe, oder? Genau, gute Frage. Die Strafe hier bei den Validatoren ist, man verliert das pro Tag, was man sonst gewinnen würde. Und Also von wo wird denn das abgezogen? genau, von deinen 32 Millionen, die du sozusagen drauf hast. Und es wird aber auch immer geguckt, und das siehst du ja auch immer schön, es wird immer ab einem gewissen Betrag das Geld auch wieder runtergezogen, dass wir eigentlich immer glatt bei 32 Millionen Puls sind. Denn mehr zu halten bringt eh nichts. Und in dem Sinne, ja, bleibt es auch dabei. Ne? Genau. Wenn das jetzt passiert, genau, ne? Also wenn der jetzt brennt, dann wäre der erste Schritt natürlich zu gucken, dass ich einen Linux-PC irgendwoher wiederfinde,
beziehungsweise ich könnte es wahrscheinlich sogar auf dem Mac hier machen. Ich muss ja eigentlich nur kurz reingehen, mich mit diesen Keys anmelden, einmal runterziehen, ne, dass die wieder auf die Adresse kommen und das war's. Innerhalb von 24 Stunden hast du deine Coins und alle sind wieder happy. Also. Und minimalen Verlust. Also man muss sagen, was nimmt man am Tag ein? Genau, da kommt man nämlich auf Wichtige die. Frage, ja. Also, Genau. wir haben jetzt aktuelle Zahlen und aktuelle Preise, ist ja klar. Ne? Was man nicht vergessen darf, genauso wie beim Bitcoin Mining. Richard Hart hat damals auch für 50 Cent pro Bitcoin gemeint und dachte sich wahrscheinlich anfangs, ja, ist ja Peanuts. Ne? Was ist das hier? Ne? Aber hat wahrscheinlich 10 den Tag bekommen, wenn nicht sogar mehr. Ne? So dachte sich so, ja. Ne? Wir meinen jetzt hier 25.000 pro Tag, pro Validator. Also pro 32 Millionen und das sind aktuell 2,83 Dollar. Ne? So. Pro Woche sind es 177.000, das sind circa 20 Dollar und wir haben pro Monat hier eine aktuelle Pulserwirtschaftung, sagen wir einfach mal, von 770.000 pro Monat. Damit sind wir bei 86 Dollar pro Monat pro 32 Millionen, ne, Coins. Ist nicht schlecht. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine ganz gute Sache, denn 86 Dollar, die wir jetzt jeden Monat Impuls pro 32 Millionen bekommen, können langfristig gesehen auch mal schnell vielleicht 800 Dollar sein, die wir jeden Monat bekommen haben, wenn nicht sogar noch, ne? So. Oder 160, egal. Hauptsache, wir bekommen hier wirklich im Sekundentakt neue Puls auf unsere Wallet geliefert. Das ist, als würde man die ganze Zeit einkaufen. Zwar nicht viel, aber Hauptsache, man macht was mit seinen Puls, die man ja sonst eh nur rumliegen hat. Ne? Bestätigt, genau richtig. Ja, Ja. und so ist das bei mir, so ist es bei dir. Wir lassen die Dinger einfach laufen. Ich glaube, da sind mittlerweile schon über 10 Validatoren fast am Laufen auf diesem Rechner. Und genau, Tim, du hattest es selber ja schon gesehen. Man kriegt dann einen Link, wo man dann über beacon.pullchain sozusagen auf seinen Validator, man hat dann eine Zahl, ne, gucken kann, wie schaut es aus, wie läuft der. Wir hatten anfangs das Problem, dass der Tim gesagt hat: Jakob, ich sehe nur rot. Ich Genau. sehe nur Mist. Was ist hier Sache? Man muss dazu mitteilen, dass man jederzeit seine Validatoren einsehen kann auf der Blockchain. Was bringen die gerade ein und so weiter. Da gibt es halt ein Genau. Tool, Beacon.Pulsechain ist das. Und dann braucht man seine Validatorennummer. Und bei meinen Validatoren am Anfang habe ich gesehen, oh, Jakob, hier ist irgendwas faul. Ich kriege nur Strafen. Also, so, weißt du? Und genau, woran lag's? Ja, genau. Wir hatten einfach letztendlich hatten wir noch nicht dem PC gesagt, ja, die Puls sind angekommen, ja, ne, verbinden. Also man muss halt das Deposit dann mit dem PC verbinden, ist ja irgendwie klar. Und da war ein Klick, den wir nicht gemacht hatten. Ja, und Aber letztendlich hat dann alles geklappt. jetzt bist du natürlich sicher, wie läuft's, wie funktioniert's, ist ja auch schon einige Tage her, ne? Ja, klar. Also das ist eine Sache, ist wie bei allen anderen. Wenn man sich da einmal reingefuchst hat und der Tim weiß, wie viele Stunden ich saß, der weiß, wie lange ich gebraucht habe. Also das Ding ist nicht angekommen, das lief nach einem Tag, sondern ich saß wirklich tagelang da und habe programmiert. Der Jakob, der programmiert, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe irgendwelche Codes reingehauen, mich im Internet schlau gemacht mit irgendwelchen Skripten, hatte das ganze Ding fertig, meiner Meinung nach, um dann zu erfahren, ja, wo ich dann jemanden bezahlt hatte, den habe ich 400 € die Stunde gezahlt, erinnerst dich, ne? Ja, es Habe war ich ganz den schön viel. bezahlt und der nur so, ja, I'm sorry, Jacob, but we have to erase it all. Ich so, was? Ne? Also, ne, von wegen so, ja, sorry, Jakob, aber wir müssen jetzt nochmal von ganz vorne anfangen. Fahr den schon mal runter, reset den PC und ich nur so, Alter, was? Ich saß 5 Tage lang in diesem PC, um am Ende zu erfahren, wir machen es eh von vorne. Und dann haben wir es von vorne gemacht und ja, haben das Ding eingerichtet. Dann war es auch 3 Stunden oder 4 Stunden später am Laufen. Die Puls zu schicken dauert dann immer noch was, kannst dich auch erinnern. Aber das ist ja jetzt auch das Coole, wenn du jetzt einen Validator machen wollen würdest, ne, der Tim bekommt dann sozusagen, also hat von mir Validator Keys bekommen, ne, da hat er verschiedene
verschiedene Deposit-Dateien, also ne, zum Beispiel Deposit auf Deutsch. Einzahlung, Einzahlung, Hinterlegung, also genau. Kaution Genau. sozusagen, ja, Sagen wir einfach genau. Einzahlungsdateien. Diese Einzahlungsdateien kann man dann, also die gehören ja Tim, die gehören ja nicht mir. So, ne? Weil das ist ja mit seiner Wallet-Adresse verknüpft. Wer, also ich könnte sie nutzen, aber würde natürlich nicht viel Sinn machen. So, da, deswegen kann der Tim, hat der Tim die und kann der Tim die nutzen, hinterlegen bei scan.pulsechain.com oder ne, pulsechainlaunchpad.com, so. Und hat dann die Möglichkeit, da einzuzahlen. Beziehungsweise er hinterlegt die und dann sieht er da, wie viele von den Validatoren, die er freigeschaltet hat, eben laufen. So, jetzt müsste der Tim nur hingehen und draufklicken und sagen, okay, ich möchte nochmal einen einrichten, nochmal ein Deposit machen. Kann er die Transaktion einleiten, 2 Tage später läuft der nächste. Also, sobald es einmal eingerichtet ist, gar kein Thema, aber es braucht halt eben einfach was. Ne? Genau. Die Zeit, die du dich damit beschäftigt hast, war wirklich extrem. Deswegen haben wir auch lange gezögert, jetzt ein Video zu machen. Ja. Mittlerweile fühlst du dich sicher damit, Ja, richtig? auf jeden Fall, Ja. definitiv. Und weil du gerade sagtest, du könntest meine Dateien nutzen, also die würden dir nichts bringen, weil nur der Holder seiner eigenen Keys, also der Halter der eigenen Schlüssel, hat darauf tatsächlich Zugriff. Ganz Egal, genau. ob das jetzt bei dir auf dem Rechner läuft oder auf einem anderen Rechner, das muss man dazu sagen. Genau. Fest bestanden, Tim. Ja, Ja. würde ich mich mit meiner MetaMask, würde ich versuchen, Puls einzuzahlen, würde er mir sagen, sorry, aber falsche Adresse. Geht nicht. Bitte. Ne? Genau. So, also das ist schon, es ist nicht idiotensicher, aber es ist so gemacht, dass wenn man schon mal so weit ist, dann auch so keinen Fehler mehr machen kann, und zwar über die falsche Adresse überweist oder so, weil er einfach sagt, ey, sorry, aber das ist nicht Genau. deine. Genau. Genau. Wir haben am Anfang gesagt, wir haben für unsere Zuschauer oder unsere Community ein bisschen was Kleines vorbereitet. Genau. Genau. Machen Ja, wir mal so hier. erzähl mal. Ja, genau. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und wir oder ich werde das auf jeden Fall anbieten. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben und ich kann euch helfen, dabei einen Validator einzurichten, dass wir das Ganze einfach in die Hand nehmen. Also jeder, der offen interessiert dafür ist, einfach schreiben. Ihr findet mich auf Telegram. Ihr habt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben oder wie auch immer oder einfach anzurufen, der meine Nummer hat. Und ja, Ich so kriegt man glaube, das auf jeden Fall hin. am Ne? sinnvollsten ist, glaube ich, auf deinen Link zu klicken, oder? Deinen Kalendereintrag zu buchen, oder? Dass man. Ja, kann ich gucken, ob ich das reinmache. Mache ich eigentlich gerade nicht, weil ich viel zu tun habe. Okay. Aber also einfach schreiben, wir finden schon was, dann kann ich den Kalender immer noch schicken. Und dann kriegt man das alles schon auf jeden Fall Alles klar. irgendwie gebacken. Ne? So, aber aktuell ist einfach ja auch allgemein viel los mit Pulsechain und allem drum und dran. Aber die Leute, die natürlich auch Validator werden möchten, denen wollen wir das nicht verwehren. Da eh nicht so viel Support in der deutschen Community ist, haben wir gedacht, kümmern wir uns darum. Denn wir wollen ja auch, dass das gesamte Netzwerk sicherer wird, dass immer mehr Leute validieren, auch hier in Deutschland oder die Leute, die woanders leben. Und ich bin mir sicher, wir machen nochmal ein weiteres Video, wo wir vielleicht nochmal tiefer reintauchen. Aber das jetzt, denke ich, erstmal zum Thema Validator. So ein kurzes Q&A und halt eben das Angebot, dass ihr euch einfach mal bei mir meldet und wir das Ganze dann halt eben gemeinsam machen. Ne? Wie gesagt, Jakob hat sehr, sehr viele Stunden aufgebracht. Er hat viel Geld investiert, um dieses Wissen zu erlangen. Also so eine kleine Gegenleistung wäre okay. Wie gesagt, Genau. das wird jetzt nicht übertrieben sein, aber einfach nicht scheuen, beim Jakob melden. Ja, Und ne? dann könnt ihr selber Ich denke, Validatoren. jeder wird happy sein am Ende. Denn wenn das Ding einmal steht und einmal läuft, ist es wie bei der Dash Note, die anfangs 600 € gekostet hat und dann nach einer Verhundertfachung oder 6.000 nach einer Verhundertfachung war es über 6 Millionen. Ne? Und der Typ dachte sich nur so, shit, ey, wieso habe ich das damals nicht gemacht? Na, also es ist, der hätte ja auch die ganze Zeit noch Dash produziert. Also das ist dieses Ding auch bei Hacks. Ne? Wer Hex staked, der kriegt sogar noch mehr Hex, obwohl er einfach seine Hex am Ende auch wiederbekommt. Also das ist halt das Ding so, ne? Und ja. Aber hast du denn das Gefühl, dass aus Pulschen was werden könnte? Oh. Ja, was habe ich für ein Gefühl? Ich habe nicht nur ein Gefühl, ich habe das, ich glaube, es gibt einfach sehr viele Anzeichen dafür, dass Pulsechain sehr groß werden kann.
und dass Pullchain allgemein sehr großes Potenzial hat. Das habe ich in allerlei Shorts, in allerlei Videos mit dir auch schon besprochen. Es gibt nicht nur diesen wahnsinnigen guten Gründer, Richard Hart, der einfach seinem Mann steht, der seine Klappe aufmachen kann, wenn es dann auch mal sein muss. Und der dementsprechend auf jeden Fall, wenn er mal irgendwann vielleicht auch wieder mit Marketing anfangen sollte, hier das ganze Ding so nach vorne treiben wird. Ansonsten wissen wir alle, der Typ hat einen Plan. Und das Einzige, was wir brauchen, ist Zeit. Und hey, in dieser Zeit sollten wir anfangen, mehr aus unserem Puls, mehr aus unserem Hex und mehr aus allen anderen Sachen zu machen. In dem Sinne, also ich bin hier ganz gespannt und ich glaube, der Tim weiß das eh. Wir brauchen nur ein bisschen was an Zeit und Geduld, aber davon bringen wir reichlich mit. Ist genau das Gleiche bei den Immobilien, ne? Und dann spielt man hier die richtige Karte, ne? Genau, Thema Immobilien. Ich bin Immobilienunternehmer in Leipzig, deswegen gerade der Hinweis Ja, mit den genau. Ja, ist ja Immobilien. letztendlich das Gleiche, Verzicht, ne? So, aber die Immobilie, die sich erstmal abbezahlt, ne? Mit der eigenen Miete, einfach nur so kurz, ne? Die sich erstmal abbezahlt mit der eigenen Miete, ist ja schon mal super, ne? Die aber, und das vergessen ja die meisten, die einem aber ja auch noch in 30 und in 40 und in 20 Jahren immer noch diese Miete, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr an Miete gibt, das ist besser investiert als jede einzelne Arbeitsstunde, die du jetzt gerade irgendwo reinstecken kannst. Und so sehe ich das hier auch, wenn wir bedenken, dass die Bitcoin-Blockchain seit 2009 gemeint werden kann und wir hier nicht mal im ersten Jahr sind. Also das Ding soll laufen, bis es auseinanderfällt. Ist es definitiv. Du Ja. bringst mir genügend bei über Krypto und wenn du Lust hast, wie gesagt, wir machen demnächst ein Interview auf unserem Ja. Immobilienkanal. Genau. Klickt einfach mal rein. Ganz genau. Also der Tim wird nämlich jetzt auch noch einen Kanal über Immobilien machen. Der hatte das schon ein bisschen länger geplant. Genau, der Kanal ist eh unten verlinkt. Ich packe den in die Beschreibung auf jeden Fall rein, lieber Tim. Und ich glaube, wir beide sehen uns auch sogar und werden da mal ein Video machen, uns auch ein bisschen über Immobilien unterhalten. Denn ja, dann, wenn der Markt oben ist, ist es wichtig, auch noch Pläne zu haben, wie und wo das Geld hin soll. Und ich glaube nicht, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen oder dass die Bevölkerungsrate weniger wird, sondern dass einfach immer mehr Leute reinkommen. Wir haben jetzt schon Mangel an Wohnungen. Es werden viel zu wenig Wohnungen und Häuser gebaut. In dem Sinne glaube ich, dass Immobilien jetzt langfristig gesehen natürlich auch nur an Wert oder nicht nur, aber auch an Wert gewinnen werden. Und das ist auf jeden Fall auch nichts Schlechtes, einfach sich mal da in die Richtung hin schlau zu machen. Ne? Genau. Thema Bevölkerungswachstum. Wir haben eine schöne Übersicht, die Top 15 Großstädte in Deutschland im Vergleich. Und dort, wo wir sitzen, also in Leipzig, sind die Prognosen so super gut. Sei gespannt. Wie gesagt, bisschen was vorbereitet. Aber hier geht es um Krypto. Genau, Erstmal. aber finde ich cool. Also finde ich wirklich cool. Es war auch gerade neu für mich. Tim hatte es Ja. gestern nur ganz kurz angeschnitten. Finde ich cool, wenn ihr das so sogar vorbereitet habt. Ich finde es immer schön, was zu sehen, Statistiken zu haben. Und ich sind mal ganz ehrlich, Leipzig, die Ecke da oben ist auch wunderschön. Und in dem Sinne bin ich mal gespannt, was wir da so produzieren werden von den Videos her. Und wir sehen uns ja auch eh die Tage, da freue ich mich auch drauf. Und wir sehen Genau. uns auch ganz bald wieder beim nächsten Video. In dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und ich würde mal sagen, bis gleich. Ciao. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Ciao. Ciao.